Jetzt weiß ich wenigstens, wo der ist. So, das heißt, wir müssen jetzt nochmal zurückgehen. Aber wie kann ich da mit ihm reden? Boah, ich hab da schon mit... Ich war da ja schon mal. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo der gelbe Fußball ist. Der ist da oben. Hallo. Oh, komm schon. So. Hüpf. Hüpf. Ach, da oben drauf war ich noch nie. Nee, da oben drauf war ich wirklich noch nie. Wie komme ich denn da hin? Naja, die Mützen brauche ich jetzt nicht mehr. Ist da oben vielleicht auch der... Ah, guck mal. Schön. Hallo, können wir einatmen, 2, 3, 4, halten, 2, 3, 4, 5. Geht es dir gut? Ist der zugegangen? Der Ball ist auch noch im Ball, von alleine reingerollt. 6, 7, 1, okay, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brauchst du etwas Zeit für dich? Nein, verlass mich nicht. Mir war nicht bewusst, dass dieser Ort noch weiter oben liegt. Ich wollte es so schnell von Dach runter, dass ich einfach die erstbeste Sehenswürdigkeit angesteuert habe, die mir in den Sinn kam. Zielscheibensymbol? Genau, es war so groß und rot und einfach, aber als ich ankam, uff. Ich bin in Panik gerannt, Kästchen. Ich habe nicht einmal versucht, unsichtbar zu werden. Ich habe einfach die Atemübung gemacht, bis du kamst. Das hast du gut gemacht, Camilla. Und ich bleibe bei dir, bis du dich wieder sicher fühlst. Ich finde, wir sollten aufhören, Verstecken zu spielen. Es ist nicht schön, wenn du davon Höhenangst bekommst. Ich habe keine Angst, Kästchen. Ich habe ein gesundes Maß an Vorsicht im Angesicht des sicheren Todes. Aber du bist nicht gestorben. Was? Du sagtest, es sei der sichere Tod und du hast zweimal überlebt. Das bedeutet, dass ich unsterblich bin? Also, da bin ich mir nicht sicher. Aber es bedeutet auf jeden Fall, dass du sehr mutig bist und weißt, wie man mit beängstigenden Situationen umgeht. Das weiß ich wirklich, oder? Vielleicht kann ich Herausforderungen besser meistern, als ich dachte. Da fällt mir ein, es gibt noch ein paar Tarntechniken, die ich gerne ausprobieren möchte. Vielleicht näher am Boden. Nur wenn du dir sicher bist und zerbrich dir nicht den Kopf über einen gereimten Hinweis. Nein, nein, ich reime gerne. Das gehört zum Prozess dazu. Am Fluss im Mantel der Magie sehe ich dir zu. Du kriegst mich nie. Du jagst mich in den größten Not, wo Ablenkung durch Fische droht. Im Mantel der Magie, Gänsehaut pur. Danke, ich wollte es mystisch machen. Brauchst du Hilfe, um wieder runterzukommen? Nein, aber du... Aber kannst du vielleicht kurz hierbleiben und Ruhe ausstrahlen, während ich meinen Standort ändere? Na klar, du schaffst das, Camille. Ich glaube an dich. Tatsache, das ist ja von alleine in den Tor geholt. Ja, dann kann er jetzt ja nur am Fluss sein. Weiß nicht, ich habe das Gefühl, es geht schneller, wenn ich laufe, als dass er mich da teleportiert. Camino, ich bin froh, dass du gesund und munter bist. Danke, mir geht's schon viel besser. Aber selbst wenn man von schrecklichen Höhen absieht, war dieser Versteckspiel eine wirkliche Demütigung-Erfahrung. Du könntest mich in dieser intellektuellen Kräftemessen tatsächlich besiegen.
Wäre das so schlimm? Ich kann dir auch versprechen, es niemand zu verraten. Das ist lieb von dir, aber ich würde es ja trotzdem wissen. Außerdem, wie könnte ich mich das weltweit einzig vollkommene unsichtbare Chamäleon nennen, wenn ich weiß, dass ich Hochstapler bin? Du könntest einen deiner anderen Namen verwenden. Auf gar keinen Fall. Dann müsste ich meine Visitenkarte neu drucken lassen. Und ich habe gerade erst einen Schwung bestellt. Es gibt nur noch eine Idee, die ich ausprobieren kann. Ich werde das Beste hoffen, aber mich auf das Schlimmste vorbereiten. Das ist eine Menge Druck für ein Versteckspiel. Ein Wettbewerb ist das ganz normale Chamäleon-Reaktion. Du solltest uns mal beim Schachspiel erleben. Also hier ist dein Hinweis. Geh zu der Tür beim Supermarkt. Sie ist versperrt, sei unversagt. Ein Raum, in dem man Pause macht. Alsbald ist dort mein Test vollbracht. Viel Glück. Nee, da ist Wasser. Da ist Wasser. Da wollen wir nicht lang. Also auch zum Supermarkt. Och. Ist ja doof. Tür ist versperrt. Warte mal. Gab es da vielleicht noch einen Weg, den man gehen kann? Vielleicht gibt es da noch einen Ort, wo man mit dem Rohrsystem weiterlaufen könnte. Ah, nee, der wollte eigentlich aufs Klo. Du, deine seltsamen Augen waren merkwürdige Gegnerkätzchen. Ich wurde auf ganzer Linie besiegt. Danke, aber ich will wirklich nicht, dass du dich schlecht fühlst. Nein, nein, ich werde lernen, als das unsichtbare, sichtbarste Kamin der Welt zu leben. Ich werde lernen, in den Spiegel zu schauen und nichts als Versagen zu sehen. Am besten fange ich sofort damit an. Bin das wirklich ich? Ich glaube schon, als wenn du eine bunte Echse mit Hut siehst, die habe ich auch die ganze Zeit gesehen. Aber ich bin ja unmöglich zu übersehen. Ich bin komplett sichtbar. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das ständig erwähnt habe. Das Problem ist offenbar, dass ich eine ganz andere Farbe habe als das Ding, auf dem ich stehe. Mal sehen, ob ich das ändern kann. Boah, das macht so viel Spaß. Das ist cool, ich kann dich gar nicht sehen. Nicht mal mit deinen seltsamen Augen? Nicht mal mit meinen seltsamen Augen. Damit ist das ein Sieg für mich. Das unsichtbarste Chamäleon der Welt. Der Hut könnte aber trotzdem noch deinen Standort preisgeben. Oh. Ach so, du meinst, dass die ganze Zeit sichtbar war. Ja, das lässt sich leicht lösen. Kätzchen, du hast meine Herausforderung abgeschlossen. Hier ist deine Belohnung. Ein leicht abgetragener, aber immer noch sehr stylischer Zauber. Vielen Dank für deine Hilfe. Gern geschehen. Wir sehen uns, Chamäleon. Du wirst mich nicht sehen, es sei denn, ich will gesehen werden. Tschüss. Tja. Da haben wir alles gemeistert. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ja, jetzt frage ich mich nur noch, wie man das letzte Kostüm da frei hin kann. Was heißt Kostüm, ne? Also. Gott! Panik! Ich freue mich aber gerade. Ja, das gefällt mir. Stylisches Kätzchen mit Hut. Ja. Wir haben fast alle Kostüme freigeschaltet. Jetzt frage ich mich nur,
Wie kommt man jetzt verdammt nochmal dahin? Zu den allerletzten Kostümen. Ich muss da anders laufen. Also den kleinen Hut finde ich jetzt noch mit am besten. Ach echt jetzt? Oh Mann. Tschüss Mütze. Ich kann mich daran gar nicht satt sehen. Mützenritter. Ach ja. Eigentlich haben wir jetzt das ganze Spiel durchgespielt. Bis auf halt die Achievements, die man noch machen kann. Aber ich bin jetzt auch kein Achievement-Hunter. Man könnte es jetzt noch höchstens so Just for Fun machen, solange jetzt, bis das Spiel halt rausgeht. Ich habe mich jetzt so dran gewöhnt, immer, dass der die Pausen macht. Ja, auf den Karten haben wir jetzt auch nichts mehr, ne? Nö. Dass man jetzt vielleicht nur noch ein paar Dinge kaputt machen kann. Wo haben wir denn viele Blumentöpfe? Ich möchte jetzt einfach noch typisch Katze sein. Bam! Bam! So. Einmal die Katze raushauen lassen. Wir brauchen noch mehr Sachen zum kaputt machen. Schade. Ah ne, da ging es nicht weiter. Ich weiß ja noch, dass hier vieles war zum Kaputtmachen. Schade, ich dachte, man könnte hochklettern. Nee, kam ich denn nochmal zurück? Ach, ich habe da keine Lust, dahin zu gehen. So. Wo haben wir denn noch Sachen zum kaputt machen? Ja, doofe Kurve. Na, nochmal doofe Kurve. Okay, wir können... Da sind noch Töpfe. Da komme ich aber jetzt aber nicht hoch. Ah, vorbei. Ach, ich komme da hoch. So. Soll erfüllt. Weiter geht's. Das habe ich auch noch. Kartons haben wir auch noch. Ich habe auch nicht auf die Kartons geachtet, wo die alle sind. Aber es ist auch nicht so wichtig. Es ist ja auch nur ein Achievement. So, aber ich will noch weitere Dinge kaputt machen, weil ich halt typisch Katze bin. Ich weiß noch zu wenig hochgehen kann.
Diese blöde Olle, die hat da auch noch sehr viele Blumentöpfe. Da, die da oben die Pflanzen gießt. Da kann man sehen, dass das Spiel nicht reibungslos läuft. Ja, bei ihr kann man sehr viel kaputt machen. Finde ich auch gut so. Hat's verdient. Die habe ich eingesperrt. Ah! Ah, okay, ich habe mich rausgeglitscht. Blöde Olle. Ja, warte ab. Wir machen jetzt dir wieder das Wasser aus. Meinst mich nass spritzen zu müssen? Machen wir deine Töpfe kaputt. Du Kuh. Du mit deiner kleinen Küche hier. Zicke, hast du verdient. Hast du auf jeden Fall verdient, dass man dir die Sachen kaputt macht. So, doofe Kuh. Spritz keine Katze mit Wasser ab. Ach ja. Wie viel müssen wir denn noch machen? Streichelst da? Riesenknaller. E-Promi. Ja, viele Stiefel sind das nicht. Mehr eigentlich. Ach ja. Oh, vielleicht können Sie ein Foto von mir machen. Ich habe nicht ganz so ganz verstanden, ab wann man miauen soll. Ob die direkt ein Vorein sind oder... Oder ob man warten soll. Auf jeden Fall ist hier noch ein Karton. Doofe Kuh. Was fliegt hin? Ach, schade. Ist hier vielleicht auch noch ein Karton? Ja, hier ist keiner. Hm.
Dafür kann ich auch nichts, wenn du dich, fallen lässt. Das ist dein Problem. Selber schuld. Ach ja, wo können wir uns denn noch umtreiben? Wo können wir noch ein bisschen Schabernack treiben? Also ich spiele jetzt noch so lange, bis nämlich das Spiel wieder rausfliegt. Also nicht wundern, wenn das dann irgendwann abrupt zu Ende ist. Das dürfte halt in den nächsten 7 Minuten so sein, circa. Grob Pi mal Daumen. So. Le Paparazzi. Papa, Paparazzi. Schön, dich zu sehen, Kleines. Der Schild da. Könnte auch eine Maine Coon sein, vom Aussehen her. Kann ja auch mal ein paar Fotos machen. Ist ja auch noch ein Achievement, ne? Aber theoretisch könnte man einfach mal ein paar Mützen umsacken. Der will nicht. Wer nicht will, der hat Schuhen. Hey, hier ist einfach am meisten los, ne? Ich habe noch nicht alle Kartons gefunden, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Einfach nur ein Aufschreiben. Mach ein Foto. Mach ein Foto. Ich bin so süß. Mach ein Foto. Dann nicht. Ihr wisst nicht, was ihr verpasst. Alle wollen sie nicht. Die will auch nicht. Wo sind die Leute denn alle gerade? Da ist noch jemand mit einem Sandwich. Oder mit einem Donut. Momentan sind auch keine Leute hier. Da sind Zwillinge. Dann stolper halt. Ach, die will's auch. Die will auch nicht. Keiner will kuscheln hier. Yep, hast du verdient. Jeder, der mich nicht fotografiert oder streichelt, gehört auf den Boden der Tatsache. Also ist einfach so. Ah, danke schön für dein Follow, Howell. Tut mir leid, wenn ich das jetzt erst gesehen habe. Weil ich war ja schon vor 7 Minuten, dass du mir das geschickt hast, aber ich bin zum Teil gerade so vertieft hier noch, dass ich das nicht bemerkt habe. Und jetzt gerade ist das Spiel eigentlich auch schon zu Ende für mich. Passt. Ich mache jetzt gerade nur noch ein paar Achievements. Oder versuche es.
Aber die wollen alle nicht. Die wollen entweder kein Foto von mir machen oder die wollen mich halt nicht streicheln. Wenn mich wer nicht streicheln will, gehört er auf den Boden der Tatsache. So ist es einfach. Ich werde jetzt aber nicht alle Achievements abklappern. Streichel mich oder fall zu Boden. Hab ich einfach lieb. Komm. So. Du willst auch nicht. Dann hast du Pech gehabt. Noch Mann. Keiner will mit mir kuscheln. So. Du hast auch Pech gehabt. Komm mal, es wieder gut machen, schnurre ich dich an. So, ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Willst ja als Let's Play auch hochladen. Auf YouTube. Ja, hast du verdient. Wenn du kein Foto von mir machst, vor allem mit einem schicken Hexenhut, dann hast du Pech gehabt. Die will mich auch nicht streicheln. Und theoretisch müsste jetzt gleich jeden Moment das Spiel wieder müsste ich jetzt rausfliegen. Passend ungefähr immer so in halben Stundentakt. Ach ja, es war ein schönes Spiel. Auch wenn komischerweise der hier eigentlich ich auch gemacht habe, haben ja doch ein paar Achievements bekommen. So ist ja nichts. So ist es ja nicht. So, ich werde mir erstmal was zu essen machen. Ich weiß nicht, ob ich danach nochmal online komme. Und was anderes spiele. Allerdings dann wäre es halt sowas eher wie RimWorld. Morgen ist dann Cowell dran. Ich weiß noch nicht, wann das Update kommt. Ich hoffe, es dauert auf jeden Fall nicht so lange. So. Aber falls du gleich nochmal zuschalten solltest oder nicht, besser gesagt, wenn du nicht gleich zuschalten solltest, wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Hab noch einen schönen Sonntagabend und vor allem einen schönen Feiertag morgen. Und ich würde dir sagen dann, how well, man sieht sich dann, ne? Schönen Abend dir noch.